Unsere heutige Zeit ist einzigartig. Niemals hatten wir so einen dermaßen großen Zugang an Informationen durch das Internet und Social Media. Vielseitige Möglichkeiten sind entstanden, die auch ordentlich genutzt werden. Du kannst dich mit jedem Menschen auf dieser Welt in Sekunden verbinden, neue Gleichgesinnte treffen, hier eventuell auch eine Gemeinschaft gründen oder das in Erwägung ziehen und auch hier sich in verschiedenen Foren oder auch in Telegram-Chats beispielsweise austauschen. Wenn du auch die richtigen Leute gefunden hast, dann könnt ihr euch auch gegenseitig bei euren Zielen unterstützen. Und das Allerwichtigste, du kannst mit Mama telefonieren und ihr sagen, dass alles in Ordnung ist im wilden Dschungel. Theoretisch gesehen bräuchte man auch keine Schule. Online sind ja die ganzen Informationen zur Verfügung gestellt. Nur muss man erstmal diese Informationen neutral betrachten und gucken, von wem sie stammen und auch, ob sie überhaupt wahr sind oder nicht. Und man muss sich auch da selber motivieren. Da steht dann keiner mehr vor einer Tafel und macht dir dann ein bisschen Druck, dass du überhaupt was lernst. Geht dann in Richtung Eigenverantwortung. Das Buffet, wie man das Internet sinnvoll nutzen kann, ist riesengroß. Nichtsdestotrotz hat auch das Internet seine Schattenseiten. Wir können viel besser und einfacher manipuliert werden. Inhalte werden verdreht oder falsch dargestellt und dadurch kommen dann viele Menschen in eine Spaltung rein. Hass wird erzeugt oder dadurch durch die falschen Informationen treffen die Leute Entscheidungen, die sie vielleicht nicht unbedingt im Leben weiterbringt. Sehr gerne werden auch Feindbilder geschaffen, die eigentlich gar keine sind. Saddam Hussein und weitere Bestrebungen, Demokratie in die Welt zu bringen. Sowas wird als Framing bezeichnet, die Rahmetisierung. Man kann sowohl negativ als auch positiv Tatbestände übertreiben. Beispiele: Parasitenkuren, Leberreinigung oder die ach so romantische Darstellung eines Selbstversorgerlebens und dabei vergessen, dass es dann doch sehr anstrengend sein kann und das wird dann nicht so gerne erzählt. Massenmedien und Menschen mit viel Reichweite entscheiden unter anderem, welche Informationen wir bekommen. Wichtig hier ist eine neutrale Überprüfung der Informationen, ob sie denn überhaupt stimmen oder nicht oder ob vielleicht nur Teilaspekte stimmen und ein großer Teil wahr ist oder auch genau umgekehrt. Es kann sehr schnell passieren, dass aus diesen Informationen Illusionen aufgebaut werden, die der Wirklichkeit nicht entsprechen und da kann es dann das Problem sein, diese Illusionen aufzudecken, weil die Leute sehr emotional manchmal in den Sachen verknüpft sind, die Sachen dann nicht neutral betrachten und diese dann vehement verteidigen, weil sie dann sich persönlich angegriffen fühlen oder und sich mit diesen Sachen identifizieren. Ich weiß selber, dass es auch ein Akt der Unmöglichkeit ist, sämtliche Informationen auf ihre Echtheit zu überprüfen, weil die Informationsflut so gigantisch ist, dass du da einfach gar keine Zeit mehr dafür hast oder wirklich dann nur noch deine Zeit damit verbringst und dein komplettes Leben eigentlich vernachlässigst. Allerdings haben wir bereits Informationen aufgenommen und die vielleicht auch zum Teil angewendet und dadurch Erfahrungen und Erlebnisse gesammelt, die zusätzlich nochmal unser Weltbild schaffen. Als ich noch ein kleiner Bub war, wurden mir so einige Sachen von meinen Eltern und auch in der Schule erzählt, die jetzt im Nachhinein sich als Lüge herausgestellt haben. Schmerzhafte Wahrheiten, dass es den Weihnachtsmann und den Osterhasen nicht gibt. Oder Kochkost gesund sei. Manchmal kann die Wirklichkeit einem so hart treffen, dass eine kognitive Dissonanz entsteht und die Menschen dann lieber in einer Lüge leben wollen, anstatt sich der Wahrheit zu stellen und dem Schmerz dann einfach zu entgehen. Neben der Selbstverarsche gibt es ja immer noch die Theorie mit den Mikrochips von Billy the Gates, der dann mit 5G den Menschen zu einem Bioroboter machen. Terminator, Aufstieg des Fleischroboters. Egal welche Science-Fiction-Fantasien es sein mögen, eine Hirnwäsche findet halt über unsere Sinnesorgane statt, also übers Hören, übers Sehen, über das Fühlen und auch über die emotionale Verbundenheit, wenn wir halt Informationen wahrnehmen über unser Gehirn. Außer man hat Alzheimer, da wird man das vielleicht sehr schnell vergessen. Eine der stärksten Manipulationen haben nur die wenigsten im Sinn. Sie passiert seit unserer Geburt und das schon über Jahrhunderte und Jahrtausende. Wer ist verantwortlich für die Manipulation? Ganz allein du. Jeden Tag aufs Neue schiebst du dir etwas in deinen Mund rein oder trinkst Sachen, die du vielleicht eventuell nicht trinken solltest. Dein Darm muss damit klarkommen und dieser ist nicht nur Recycling- und Verdauungsstation, sondern beeinflusst wesentlich deinen Gemütszustand. Nicht umsonst wird der Darm auch als Darmhirn bezeichnet. Die Darmwand hat zum Beispiel über 100 Millionen Nervenzellen und die kommunizieren auch mit deinem Gehirn. So schaut der Chat von Darm und Hirn aus. 90% spammt deinen Darm
das Hirn zu und 10% antwortet dann das Hirn drauf. Je nachdem, was wir essen, werden hier Impulse gegeben, um verschiedene Hormone zu bilden. Beispielsweise das Glückshormon Serotonin. Und diese Hormone können ordentlich unsere Stimmung und Wahrnehmung beeinflussen. Sicher kennt ihr den Spruch, wenn sich zwei Seelen gefunden haben und ihre Liebe bis ins Universum reicht, bis zur Elon Musk seine Rakete, die gerade zum Mars fliegt. Schmetterlinge im Bauch, ein wohlwollendes Gefühl. Man fühlt sich leicht, voller Liebe und man freut sich wirklich über alles im Leben. Selbst wenn dann irgendwelche Rückschläge kommen, steckt man die leicht weg und sieht dann das Gute auch darin. In Kampf- oder Fluchtsituationen nehmen wir die Sachen verzerrt wahr, weil unser Hauptding einfach darin besteht, zu überleben. Sobald wir diese Situation überwindet haben, fühlen wir uns erschöpft und da kommt bei der Ernährung dann meistens der Teufelskreislauf dahingehend, dass wir dann wieder irgendwelche Sachen nehmen, die wieder Stress verursachen, damit wir wieder einen Kick bekommen. Beispielsweise bei Kaffee, wenn du dann diesen Koffeindrop hast, oder auch bei Alkohol, bei Süchtigen zum Beispiel. Mir nach einer Streiterei passiert ist, mein Darm ist verkrampft, die Giftung war dann auch nicht mehr so reibungslos und dann ist halt der Schleim dann über den Rachen und die Nase gekommen und dann nicht mehr so gut über den Darm. Also das hat auch einen wesentlichen Einfluss auf die Entgiftung. Die Geschlechtshormone haben auch einen sehr großen Einfluss auf unsere Denkweise. Zu viel Östrogene, beispielsweise aus der Antibabypille, die auch im Wasser zu finden ist oder wenn man aus Plastikflaschen trinkt und da scheint dann die Sonne drauf, kann einfach dazu führen, dass dann die Männer zu verweiblicht werden, nicht mehr so den Antrieb haben, ihr Testosteron-Level niedrig ist und einfach dann nicht mehr so männlich wirken. Kann auch umgedreht sein, wenn dann die Frauen zu viel Testosteron haben, dass sie dann sehr stark männlich wirken. Im Darm werden verschiedene Hormone produziert, die halt für das Sättigungsgefühl verantwortlich sind oder die Regulation des Blutzuckerspiegels, beispielsweise Insulin. Und es werden auch immer mehr Beobachtungen und Zusammenhänge sichtbar, dass depressives Verhalten auch in Korrelation mit der Darmgesundheit stehen. In den 70er Jahren benannte dann der Psychiater Dr. Dohen, dass alles Getreide und Milch als die entscheidenden Nahrungsfaktoren für diese Zustände von Darm und Hirn verantwortlich sind. Im Jahr 1991 meinte Dr. Hunter, dass diese neurologischen Erkrankungen ihre Ursache durch die Darmflora haben. Genauer gesagt durch eine Störung bakterieller Fermentation im Darm. Patienten, die durch eine Darmverkürzung schlechter Lebensmittel verdauen und reabsorbieren konnten, wiesen auch ungewöhnliche neurologische Symptome auf. Zu diesen Symptomen gehörten Aggressivität, plötzliche Disorientierung, Sehstörungen, schlechtes Urteilsvermögen, auffallendes Verhalten, Sprachstörungen, schwankender Gang, Augenrollen und Verwirrung. Man fand heraus, dass Kohlenhydrate schlecht verdaut und reabsorbiert worden sind und deshalb im Darmtrakt verblieben und dadurch die Bakterien dann angefangen haben mit der Fermentation, um diese Sachen zu beseitigen. Die Milchsäure wirkt toxisch auf die Neuronen in unserem Gehirn und hat hier auch wesentlichen Einfluss auf unsere Gedächtnisleistung, unsere Konzentrationsvermögen und den grundlegenden Denkprozessen. Zum Beispiel ist es in der Veterinärmedizin bekannt, dass Rinder eine Übersäuerung von der Milchsäure leiden, wenn sie zu viel Getreide essen. Also bei dem ganzen Hype mit den Probiotika und den Lactobacillen aufpassen. Die können sich dann im ganzen Magen-Darm-Trakt ansiedeln, im Magen und auch in dem Dünndarm und auch hier für ein Ungleichgewicht sorgen. Der Internist Dr. Truss folgte auch den ganzen Untersuchungen, die gemacht worden sind und hat das bei seinen Patienten angewendet, die halt neuronale Erkrankungen haben und hat hier auf eine veränderte Kohlenhydraternährung geachtet. Er hat stärkehaltige Lebensmittel stark reduziert und auch allgemein darauf geachtet, dass die Kohlenhydrate auch vom Organismus gut verdaut und reabsorbiert werden. Er hat auch sehr viel auf Milch und Getreide verzichtet. Konnte eine Besserung bei Babys mit Epilepsie feststellen und auch bei Menschen, die jahrelang unter einer Schizophrenie litten. Der französische Wissenschaftler Baruch fasst 50 Jahre Forschung über Schizophrenie folgendermaßen zusammen. Anstatt diese Erkrankung als hoffnungslos zu erachten, ist es besser, die Vielzahl dieser Psychosen und Neurosen als Reaktion auf biologische Faktoren zu betrachten, die Häufigkeit ihrer Ursache in der Verdauung haben und in der Psychiatrie berücksichtigt werden müssen. Bereits 1923 benannte Baruch einen schädlichen Stamm von Darmbakterien. E. coli, ein normaler Bewohner des Darmtrakts, welches Gift produziert und das sich auch wiederum auf das Nervensystem auswirkt.
Daraus folgerte er, dass diese Gifte einen krankhaften Schlaf mit Deliriumzustände verursachen, welches eine Art psychische Geisteserkrankung oder Schizophrenie als Folge haben. Er ist der Auffassung, dass wahre Schizophrenie die Folge einer chronischen Vergiftung von psychotoxischen Faktoren, die im Darmtrakt produziert werden. Und es ist von großer Bedeutung zu achten, was wir da oben einfach alles reinwerfen. Und leider achten da sehr viele nicht drauf und werfen sich da richtig viel Müll rein. Mal zu viel gegessen, plötzlich brauchst du ein Nickerchen, Erholung, Entspannung, bist energielos, antriebslos und legst dich dann auf die Couch. Verstopfungen wirken drückend und belastend und können einen auch sehr stark reizen. Andere Verdauungsstörungen, die halt genauso nerven und auch auf das Wohlbefinden Einfluss haben. Was ich festgestellt habe, als ich mit der pflanzlichen Rohkost begonnen habe und solche Sachen wie Fleisch, Getreide, Milch, Eier weggelassen habe, dass ich dadurch viel wacher und klarer im Kopf bin, dass meine Verdauung besser geworden ist nach der Umstellungsphase, einen geringeren Energieverbrauch bei der Verdauung verspüre, ich auch ein Leichtigkeitsgefühl verspüre, vor allem wenn ich faste. Und sehr entscheidend, was mir sehr viele Leute einfach nicht glauben, weil sie halt selbst die Erfahrung nicht gemacht haben, ich habe dieses penetrante Hungergefühl nicht mehr. Diese positiven Sachen haben sich immer weiter eingestellt bei mir. Anfangs hatte ich diese Gefühle auch. Dann kam halt dann die Zeit, wo dann die zirkulierenden Gifte und Altlasten ausgeschieden worden sind, dass dann im Körper angefangen hat, die Altlasten, die etwas tiefer sitzen, auch die Schleim und die Gifte, dann aus dem Körper rauslösen zu wollen. Und dann kam halt dann der gegenteilige Effekt, dass man sich halt dann schlapp, müde und antriebslos mal eine Zeit gefühlt hat, bis halt mal die Heilkrise dann wieder überwunden worden ist. Das habe ich zum Beispiel früher auch beim Fasten an vereinzelten Tagen festgestellt, wenn halt mal größere Ausscheidungen anfielen, dass ich dann mal gereizt war, wütend, genervt, Unwohlsein und auch mich schlapp gefühlt habe, bis halt dann die größeren Ausscheidungen gekommen sind, meistens über den Darm, und sich dann die Sachen auch wieder gelegt haben. Solche starken Entgiftungsheilkrisen habe ich nach fast die 8 Jahren Rohkost jetzt nicht mehr. Ich habe hier mir eine solide Basis geschaffen. Dann noch kurz angesprochen, dieses Hungergefühl, was ich früher natürlich auch hatte, aber jetzt halt nicht mehr. Dieses Loch im Bauch, unangenehme Grummeln, Energieschwankungen, so man fühlt sich einfach schlapp und müde. Also Hunger eben, wie es die meisten von uns ja kennen bzw. auch gekannt haben. Und da kann ich mir auch sehr gut an Beispielen von meinem Bruder erinnern, wenn der mal 3 bis 4 Stunden lang mal nichts zu essen hat oder mal zwischendurch was snackt, dass er dann plötzlich gereizt ist und mich dann auch einmal ziemlich gut angekeift hat, dass ich dann schneller nach Hause fahren soll, weil er unbedingt etwas essen möchte. Kennst du bestimmt auch von Leuten, vielleicht nach dem Schlafen oder Aufstehen, da haben sich ja durch das Schlafen fasten wir, haben sich hier neue Gifte und Schlacken gebildet, die der Körper dann auch hier ausscheiden möchte. Leute fühlen sich gereizt und unwohl, dann heißt es wieder, du kannst mich erst ansprechen nach dem Frühstück oder nach dem Kaffee, wenn ich halt so ein bisschen den Tag starte und meine Energie bekomme, was ja letztlich nichts anderes ist, als dass die Entgiftung gestoppt wird, weil die halt sehr viel Energie dem Körper raubt und die Leute deswegen halt gereizt sind und dann Aufputschmittel haben, damit sie sich halt besser fühlen. Schlechte Laune durch die Entgiftung, der Darm ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil für die Entgiftung und bei den meisten ist wahrscheinlich der Darm auch nicht in der optimalen Zustand. Mikrobiom vielleicht auch noch durcheinander, Altlasten, die da auch drin stecken, die halt auch für Unwohlsein mitverantwortlich sind und die Entgiftung wird ja dann auch zusätzlich gestoppt, wenn man halt hier essen, weil der Körper dann hier mit den neuen Sachen, die reingekommen sind, beschäftigt sind und die Entgiftung dann zurückschiebt, wie die Schnecke, die sich halt ins Haus zurückzieht. Diese starken negativen Erscheinungen und dieses penetrante Hungergefühl habe ich halt einfach nicht mehr. Ich kann täglich 20 Stunden am Tag trockenfasten, also mein Intervallfasten. Es ist halt so eine Leichtigkeit, ich spüre da eigentlich gar nichts. Und wenn ich dann mal was esse, dann tue ich natürlich auch nicht überessen. Also das heißt, dieses deftige, füllige Gefühl im Magen, schau, dass er halt angemessen gefüllt ist. Hat er dann dieses leichte Sättigungsgefühl, was halt für viele unangenehm oder ungewöhnlich ist, weil halt viele sich auch durch emotionales Essen vollfressen und dieses Wohlwollen auch damit assoziieren, dass es ihnen halt gut geht, denn jetzt wird halt auch Dopamin mit ausgeschüttet und das heißt, wir fühlen uns dann nicht mehr so schlecht und können unseren negativen Emotionen entgehen, was halt auch hier wieder ein Teufelskreislauf ist. Unterschätzt einfach nicht den Einfluss vom Darm auf unsere Körper und auch auf unser psychisches Wohlempfinden. Von daher ist es halt umso wichtiger, darauf zu achten, was wir halt zu uns führen. Also ich kann nur für mich sprechen, meidet den Industriefraß, Zucker, stark verarbeitete Lebensmittel, geht dann in Richtung schleimfreie Heilkost und pflanzliche Rohkost. Fastet auch mal regelmäßig, um euer Darm mal auch zu entlasten und auch hier auch Darmreinigung durchzuführen.
Basissparen, Bewegung spielt auch eine sehr große Rolle, auch für unser Hormonsystem und auch für die Darmbewegungen. Pass auf, denn das, was du dir da oben reinschiebst, manipuliert deinen Darm. Darmhirn hat einen wesentlichen Einfluss auf unser Hirn. Oft mal Entscheidungen aus dem Bauch heraus getroffen. Und wenn der Darm verschlackt ist, manipuliert ist, da ein Chaos da unten steht, dann glaub mir, dann wirst du auch keine guten Entscheidungen aus dem Bauch heraus treffen.